So, weiter geht's heute mit der Schlacht am Nil. Wir sollen Potenos töten, der Level 28 ist. Wir sind schon 32. Hui. Begrüße Jugurtha. Sie möchte gerne deine Bekanntschaft machen. Potenos, bald gehst du in die Tuan ein. Sei bereit. Komm, Jugurtha. Die Götter haben mich mit eurer Vernichtung beauftragt. Du bist nur eine Mücke in unserem großen Plan. Oh, wie sehr ich wünschte, du könntest dich von hier oben sehen, beißen. Oh, war's das schon? Das war jetzt mehr oder weniger einfach. Es waren zwei Hiebe mit der Spezifikkeit. Guck mal, 5 Level drüber. Triff deinen Richter. Sie sind zu weit gegangen, Siva. Ich wusste es. Aber ich wollte unbedingt Frieden für Ägypten. Dein Frieden lässt viele darben. Das ist unvermeidlich. In jeder guten Regentschaft. Bitte verzeih mir, Bajek von Siva. Der Fährmann kann bezahlt werden. Nun kann ich meinem Ruhm folgen. Es gibt keinen Ruhm mehr in Ägypten. Okay, wenn ich ehrlich bin, das hätte ich jetzt ein bisschen härter erwartet. Der miese Eunuch ist nicht mehr. Gut. Die Späher haben Septimius gefunden. Er ist in dem Dorf vor uns. Ich lenke seine Männer ab, während du ihn jagst. Wir müssen wissen, was er plant. Sollten eure Spione es nicht schon wissen? Auch die haben Grenzen. Doch sie sagen, Aya ist dem Pharao auf den Fersen. Also sind sie nicht ganz nutzlos. Dann ist Ptolemäus bereits gefangen. Ich erledige den Rest. So, Weltkarte können wir jetzt gerade nicht gucken, ne? Doch, können wir wohl. Ich wollte eigentlich auf die Ziele gucken und nicht auf die Welt. Genau, da war das der Skorpion, den wir jetzt gerade gekillt haben. Der war, wie gesagt, relativ pipifax mit Level 28. War jetzt nicht schlimm. Und dann fehlt uns noch der Schakal. Und dann hätten wir sie, glaube ich, alle fast, oder? Jetzt jagen wir nämlich... Wie heißt er? Septimius. Potenos ist tot. Wie gesagt, er hatte 2-3 Hiebe. Das war jetzt nicht wirklich wild. Aber wie gesagt, der war auch nur Level 28. Senu ist nicht verfügbar. Ich weiß auch gar nicht, wer da gerade hin ist, der Typ war. Aber ich glaube, das war nämlich keiner von denen. Das war Random Miner. Moin, mein Freund. Ah, da kommt der Naja endlich. Du kannst mich mal am Ohr schlecken. Bald wirst du deine Götter treffen. Du kannst mich mal. Bajek von Siva. Endlich der Kampf. Bist du bereit für dein Ende? Sei du bereit für deinen Richter. Du findest dich bald in der Duat wieder. War das dein ganzer Zorn, Medjay? Kein Wunder, dass es so leicht war, euer Land zu erobern. Rede nur, du Hund! Du wirst meinen Zorn kennenlernen! Ja, ja. Hör mal, verpiss dich jetzt! Ich werde dir das Herz herausreißen und es an die Krokodile verfüttern! Bleib unten! Nö, ich würde sagen, du bist tot. Hast du mich vermisst?
Was ist denn bei dir kaputt jetzt gerade? Sind die schon tot? Halt, Bayek! Septimius ist Römer. Wir behandeln ihn nach römischem Recht. Bitte was? Er tötete meinen Sohn! Der Pharao ist tot. Okay. Weil ich dachte, wäre ein bisschen einfacher gewesen, wäre jetzt schon weg gewesen, aber nö, scheinbar nicht. Alex. Zwei Wochen später, Alexandria, Serapium. Wir so lange gearbeitet haben, ihr hört nun uns. Wir haben unsere Feinde bezwungen. Nur wir können Ägypten in eine neue Ära des Wohlstands führen. So, am gleichen Tag. Stehst du nun auf Septimius' Seite und wir werden aus dem Palast verbannt? Ich verurteile nicht das Gift in euren Augen, aber hört einen Moment zu. Sprich, schnell, sonst bist du am falschen Ende meiner Klinge. Eure Dienste werden nicht länger benötigt. Kleopatra hat euch mit Gold entlohnt. Es tut mir leid, Aya. Leid? Sie verdankt uns alles! Wir gaben ihr die Krone und sie steht neben ihm? Wo bleibt unsere Gerechtigkeit? Septimius sollte in Rom gerichtet werden. Schützt Caesar etwa den Orden? Ein Kompromiss, um Kleopatra zur Königin zu machen. Der Mörder unseres Sohnes ist dein Verbündeter? Wir werden alles tun, um ihn zu töten. Ist das klar? Caesar gibt euch die Schuld an Ptolemäus Tod. Ein Pharao, ein Gottbajek, das kann ich nicht ändern. Ich scheiß drauf, was Caesar denkt. Aber Kleopatra und ich hatten eine Abmachung. Gib mir Zeit, Aya. Ich werde die Wogen glätten. Bis dahin bitte ich euch, seid vorsichtig. Nicht alles ist, wie es scheint. Oh! Verräter. Mit all meinen Worten habe ich nichts mehr zu sagen. Kleopatra ist von Rom vergiftet und wir von ihrem Verrat. Wir werden mit Ägypten brennen. Der Orden ist nun stärker. Sie haben Rom. Moment, Moment. Ich lag falsch. Ich trage die Verantwortung. Als mein Junge starb, schlug ich zurück voller Wut. Und Zorn. Doch das machte sie nur stärker. Wir sind alle verschieden. Doch wir kämpften gemeinsam, damit Kleopatra auf den Thron kam. Das war ein Fehler, meine Freunde. Doch er hat uns näher zusammengebracht. Nun verstecken sich unsere Feinde hinter Kronen.
arbeiten im Schatten von Königen und Königinnen. Doch wer arbeitet im Schatten für das Volk? Das sind wir. Etwas entstand aus alledem. Und es beginnt jetzt. Wir müssen weiterkämpfen und den freien Willen des Volkes verteidigen. Und wie klein sie auch sein mag. Unsere Bruderschaft ist die einzige Hoffnung. Und unser Königreich braucht keine Krone. Woran wir glauben, unsere Werte, unser Credo, wird uns vereinen. Ich verspreche allen Söhnen Ägyptens, der Vater zu sein, der ich an jenem Tag nicht war, in Siwa. Auf die Bruderschaft. Die Bruderschaft! Du hattest recht. Ich vertraute auf die falsche Göttin. Merke, man sollte niemals Leuten vertrauen. Die Frage bleibt aber noch offen. Septimius. Er nahm Alexanders Stab. Wieso? Oh ja. Er und Flavius hatten großes Interesse an Alexanders Grab. Dort fangen wir an. So, das Nachspiel. Ah, Septimius ist noch nicht tot? Das ist. Der ist noch nicht tot. Ich dachte, wir hätten ihn erledigt. Achso, sie hat daneben geschont. Okay. Gut. Das Nachspiel sehen wir uns dann in deren nächsten Folge an. Abgeschlossen. Ich guck mal gerade. Ja, die Stadt hat mir dann mal erledigt. Papiers Magnus. Warum mal. Naja, wie dem auch sei, ich bin mal raus heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht es weiter mit dem Nachspiel. Bis dann. Tschüss.